Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Life in the Woods mit der Evo, Chris und Itchy, die irgendwo anders sind. Und mir natürlich Scarlett Annie. Hallo. So. Hallo. Wunderschön. Ja. So. Ja. Natürlich mit dir. Genau. Seit einer Folge, aber jetzt natürlich. Selbstverständlich. Also selbstverständlich bin ich mit dabei. Finde ich gut. Ich habe erstmal total Angst hier. Ressourcenmäßig darf ich mich überall bereichern? Ja. Okay, dann muss ich mir erstmal irgendwo einen schönen Ort aussuchen, wo ich hingehen werde. Genau. Also schön wäre es natürlich, wenn du irgendwo bei uns in der Nähe bleiben würdest. Also nicht ganz bis zu Itchy. Doch, kannst du. Doch, natürlich, du kannst auch bis zu Itchy hinten. Wir wollen hier in der Mitte halt irgendwie so ein bisschen Dorf aufbauen. Ja. Also klar, du kannst dich auch mitten ins Dorf setzen, aber ja. Dann solltest du vielleicht kein grünes Haus bauen. Ja, ich glaube, ich würde mich hinten an den Strand niederlassen. Sieht schön aus. Oh, an den Strand. Oh yeah. Sehr schön. Ah, oh, ups. Oh, jetzt mal ein bisschen Holz, dass wir mit dem Leben klarkommen. Ansonsten, eigentlich haben wir das immer so, was war das richtig? Egal. Dass man auch die Ressourcen, also die Kisten gehören eigentlich jedem, also jeder kann aus den Gemeinschaftskisten da was rausnehmen. Jeder tut natürlich auch was rein. Genau. Außer halt seltene Sachen, da sprechen wir das im letzten Mal. Was machst du? Ich weiß nicht. Unsichtbare Gegner, glaube ich, oder? Nein, ich bin durch Blumen gelaufen. Durch irgendwas durch, was ja, ich glaube, ich bin durch giftige Blumen gelaufen. Ah, okay. Hallo, ich habe ja noch Äpfel. Dings da haben. Ja, mach noch mal so ein bisschen hiervon. Ah, es sind, glaube ich, Spinnenweben, die giftig sind, richtig? Spinnenweben? Ich komme mal kurz. Ein giftiges Gras vielleicht? Ich gehe lieber weg hier. Ist unheimlich. Nein, lieber doch ein anderes Fleckchen, nicht dein Strand. Ich komme mal angelaufen. Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Weiter nach links, oder? Ah, da, ich seh dich. Und wo ist was? Ich glaube, da drin rennt auch gerade irgendwo ein Creeper rum. Naja, da so. Wo denn? Da drinne. Ich glaube, das sind die Spinnenweben, die da so runterhängen. Welche Spinnenweben? Achso, diese. Nee, die machen keine Dann gehen wir hier von hier aus geradezu weiter. Ah, hier, da. Die Blume da, Poison Ivy. Ah. Die macht Aua. Kannst kaputt hauen, dann ist sie weg. Hier ist ganz viel davon. Kein Wunder. Ja. Ja. Aber die Blumen hier sind gut, ja. Aua, jetzt bin ich auch reingelaufen. Es ist voll gefährlich hier. Hello. Aua. Geh wieder weg aus dem Wald. Aus dem Wald des Horrors. Ja. Ich will nicht mehr. Was wollen wir heute machen? Eigentlich hätte ich Lust auf eine Mining-Tour. Aber dann müssten wir ja erst die anderen... Ich bräuchte da nur eine Spitzhacke dafür. Ja, und eigentlich wäre es ganz praktisch, wenn wir das schon mit den anderen Werkzeugen machen könnten. Wir könnten natürlich welche aus Stein machen. Aber ja, wir müssen sowieso mit Steinwerkzeugen meinen gehen. Wir haben gar nicht so viel Eisen. Ich hab noch 22 Eisen. Also wenn wir entsprechend was zurückbringen, dann... Kann ich mein Eisen auch hergeben, solange? Ja, ja, mein Eisen, in Anführungszeichen. Wir können nur mit der wir können nur mit der Smedgery keine Eisenwerkzeuge herstellen. Ach, du wolltest jetzt gleich wirklich. Ja, ich dachte, wir machen wenigstens die einfachen Steinsachen, dann kann man wenigstens 3x3 Felder abbauen. Okay, dann würde ich sagen, das machst du. Ja. Also ich habe 7 Eisen. Ansonsten, also wir können halt wirklich nur Steinkram machen. Eisen habe ich auch noch. Ah, ich glaube, man kann aber aus Eisenbarren nichts stanzen. Ich gucke mir das mal eben an. Das heißt das, wir brauchen Gold? Ja, Gold bräuchten wir auch. Ich habe hier 10 Gold, aber das brauchen wir jetzt noch nicht, weil wir... die Smeltery an sich nicht benutzen können. Wir können nur die kleinen Sachen benutzen. Also nur die Stanzen, weil wir die Erze dafür nicht haben. Die gibt es, glaube ich, nur im Nether. Oder? Nee. Selbst da noch nicht wirklich. Gibt es da noch nicht. So.
Gut, wir waren auch noch nicht wirklich im Nether. Genau, wir waren noch nicht im Nether, das müssten wir auch noch mal irgendwann angehen. Aber ich würde sagen, wir lassen erstmal Anni ein bisschen ankommen. Und, ja. Genau, wir haben ganz viel vor, wollen es in der nächsten Folge machen und dann kommt doch alles anders. Genau, wir überfordern Anni und schmeißen sie einfach in den Nether. Oh, yeah. Oh ja, also wenn sie böse zu uns ist, kommt sie in den Nether. Genau. So, weißt du, was hier fehlt? Hier fehlt der Crafting Table. Dann mache ich halt einen. War der nicht ganz rechts? Nee. So, ich mache aber den richtigen, den coolen Crafting Table. Ja, natürlich. Ey, ganz cool. Dann mache ich ein paar von den Stencils. Das machen wir dann einfach nochmal mit Anni zusammen. So. So. Ah, jetzt habe ich, glaube ich. Ach, ich habe keine Kohle hier. Was ist das eigentlich für draußen für dampfende Gerätschaften vor dem Haus? Ach, ein Komposter. Ja, das sind ganz viele Komposter. Wahnsinn. Ja. Da kommt Müll rein. Eben hatte ja erzählt in der letzten Folge, dass die Crickets die Felder kaputt machen. Ja. Es gibt andere Felder, die machen die Crickets nicht kaputt. Dafür muss man Erde mit dem Produkt aus dem Komposter mischen und kann die dann haken. Das ist Erde, die ist sehr widerstandsfähig, da kann man auch schön drauf einpflanzen und man kann darauf rumspringen, wie man mag. Das Feld bleibt heil. Und in diesen Kompostern kann man so ziemlich alles Grünzeug verwerten. Also von Holz über Spinat, das was wir anbauen, bis zu Bambus. Deshalb haben wir hier so ein kleines Bambusfeld, weil der Bambus, der wächst verdammt schnell und deshalb eignet sich der perfekt dafür. Okay, ich muss irgendwie Cleanstone herstellen. Weil das mit dem Andesit-Kabel-Gedöns nicht funktioniert. Okay. Ich muss mal Cleanstone machen. Aber ich glaube, ich werde doch hier vorne am Strand bleiben. Halt schön Abstand nehmen von diesem komischen Wald da und dann. Du kannst den Wald auch einfach abbrennen. Achso, genau, du musst aufpassen. Wenn du irgendwas anzündest, dann brennt es ab. Also. Ja, das habe ich etwas gedacht. Okay, ja, auch Absolver. Ich kann nicht reden. Ja, auf Servern ist es häufig so, dass das nicht der Fall ist. Aber bei uns ist das der Fall. Oh. Es wird wieder dunkel. Anni, magst du herkommen zum Schlafen? Natürlich. Du darfst dein Bett auch gerne mitnehmen. Ja, dich wirft sie jetzt schon raus. Mich hat sie erst nach 10 Folgen rausgeworfen. Wahnsinn, ich habe noch nicht meine Steinhütte, meine Treckhütte, aber okay. Anni, raus. Stell die Betten mal nach oben. Also darfst du dich auch gerne weiterhin mein Gast sein? Ja, bis ich was habe, was Eigenes. Ja, ich habe aber auch kein Dach, also wenn es regnet, wirst du ja auch nass. Na toll. So, guten Morgen, liebe Welt. Bin ich irgendwas Steinmäßiges? Nein. Erstmal ein Apfel am Morgen. Ein Apfel am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Genau das. Ein Apfel am Abend erquickend und labend. Guck mal, da ist ein Fisch. Mal da. Ein Ankerfisch. Willst du mit dem spielen gehen? Der ist böse. Der kann meinen Apfel haben, wenn er möchte. Guck mal, der beißt. Wenn er mich entdeckt. Der sieht auch sehr böse aus. Geh weg. Mag er auch Äpfel? Nein. Also kannst du probieren. Kannst du gerne versuchen, ihm den Apfel zu geben, aber. Ach Mist, da wird ja Andesit draus. Kann ich das Andesit? Nein. Böser Fisch. Fand ich daraus nicht. Jetzt haut er ab. Ach, jetzt hat er genug. Nein, jetzt habe ich das Falsche gebrannt. Ich brauche noch Cleanstone. Wie habe ich Cleanstone bekommen? 4 Cobblestone zusammenmischen. Also 4, egal was Cobblestone geben, 4 normale Cobblestone und die kann man dann zu Cleanstone brennen. Waren hier vorher nicht noch irgendwo Eimer drin? Die hat Anni, glaube ich, noch. Ja, ich habe noch 3 Eimer rumliegen hier. Im Winter. Was machst du mit 3 Eimern? Ich hatte mir Salz gemacht. Ah, genau. Okay. Ich brauche nämlich jetzt auch Salz. Ja, hier. Kann ich die irgendwie bereichen?
Entweder Q drücken, wenn du sie aktiviert hast, dann wirfst du einzeln raus, oder ins Inventar gehen, anklicken und rausziehen. Und rausziehen, na gut, okay. Dankeschön. Bitte. Oh, ich hab eine Cola. Ein bisschen Dreck. Da ist immer noch ein Amboss in der Kiste und ich weiß nicht, wo der herkommt. Hat irgendwer von euch mal einen Amboss gecraftet oder gefunden? Nicht, dass ich wüsste. Darf nicht. Ich glaube, ich schmeiß ihn einfach weg. Ich kann mich nicht daran erinnern, einen gemacht zu haben. Leute, Q drücken und Tab. Los, Fisch, stirb an dem Amboss, stirb an dem Amboss! Ja. Was ist aus der Mining-Idee geworden? Ich muss kurz Dinge herstellen. Ich muss ein bisschen Kabel brennen, damit ich Cleanstone habe. Das dauert einen kleinen Moment. Ich will nämlich so Werkzeuge craften und die kann ich nur aus Cleanstone machen. Werkzeuge Cleanstone? Hm? Werkzeuge Cleanstone? Ja. Tinkers Construct Werkzeuge sind mit Cleanstone. Achso. Wenn jemand Langeweile hat, kann er mir ja dann aus dem Ofen, der gerade brennt, was vorbeibringen. Was bin ich denn da? Beruf? Ich bin blöd. Nein. Wieso? Ich hatte einen Pott auf meinem Ofen stehen. Jetzt wollte ich den runternehmen. Pott kaputt. Oh. Wenn du. Ich glaube, das wird auch nicht so den Tinkers Construct-Ding. Und ich glaube, wir müssen normal meinen gehen. Das ist, glaube ich, zu teuer. Irgendwie, wir haben nicht genug Stein. ja. Also, ach. Ich habe mir mal die Mühe gemacht. Und im Zuge der Umstellung auf den Tinkers Construct Mod hier die Steine im leeren Umkreis gezählt. Ja. Ja, das sieht nicht gut aus. Okay. Also, wir haben sehr wenig Steine. Ich weiß nicht, wo die sind. Weiß nur, dass wir verdammt wenig davon haben. Okay, dann gehen wir einfach so meinen mit ganz normalen Werkzeugen. Backpacks brauche ich den ganzen Kram? Okay, das heißt, wir fangen jetzt an mit Vorbereitungen für Mining. Ja. Gut, dann lasse ich meine Salzproduktion und mache was anderes. So, ich gehe mein Inventar leeren, damit ich nur Kram mitnehme, den ich wirklich brauche. Das brauche ich nicht. Voll hier. Das da. Das da. Das. Hier bleiben. Das auch. Oh, das passt nicht rein. Ich nehme da zwei Fackeln mit, die ich eigentlich nicht benutze. Fackel kann man in der Hand behalten. Ich habe keinen Shader, aber danke. Man kann sie trotzdem in der Hand behalten. Ich weiß nicht, ob der Dynamic Lights Mod funktioniert ohne Shader. Können wir gleich testen. So. Was kommt da rein? So, ich habe 5 Burger. Das sollte reichen, denke ich. Hoffe ich. Vermute. Ansonsten habe ich genug anderes Zeug noch mit. Okay. Ich habe meinen Essensrucksack immer dabei. Okay. Da ist mehr als genug Essen drin. Oh, Anni braucht ein Schwert. Soll ich dir ein Schwert sponsern? Ja, das wäre lieb. Sponsored bei Evo. Ja. So. Achso, eine Spitzhacke bräuchtest du vielleicht auch. Habe ich schon aus Holz zumindest. Gib dir einen aus Eisen. Oh, Eisen. Dann habe ich aber. Also, ich habe dann gleich kein Eisen mehr. Dann müsste vielleicht einer von euch noch was Eisen mitnehmen, für falls ihr noch Eisen braucht. Okay, ich kann 18 Eisen mit. Okay, so. Ja. Ich nehme mein Essen auch mit. Schön. Wo kann ich diese blöde Pfanne hin tun? Die kannst du mir geben. Da gibt's später für deine Küche schöne Regale. Die kann dann alles rein. Da ist noch die Pfanne von mir. Ja. Hier ist alles voll hier. So. Ich muss aber gucken, was ich mit meinem ganzen Gemüsezeug noch mache. So viel zu essen. Viel zu viel. Wir brauchen ein Lagerhaus. Immer noch. Ja. Warte, ich crafte dir mal eben eine Kiste. Jetzt zieh ich doch noch bei dir ein. Ja, kannst du irgendwo lagern dein Essen. Stell die einfach irgendwo auf und dann schmeißt dein Kram noch ein. Das, wo ich später vorhabe, irgendwann zu wohnen. Was ist denn da hinten?
irgendwie. Also irgendwie spinnt mein Zaun. Ey, da mit deiner Handy. Ja. So. Oh, sehr Blümchen. Mit zwei Fackeln auf. Ach, da habe ich gar nicht mehr gedacht. Oh, was ist ja, Fackeln kann ich nur empfehlen. Ja, ich habe noch ein paar Sticks, okay. Okay. Und Mining, dann sollten wir vielleicht noch ein paar Fackeln mitnehmen. Da reichen meine 31 Stück nicht aus. Wollen wir wieder hier unter mein Haus gehen oder wollen wir wieder... Nee, wir wollten in eine Höhle gehen dann, ne? Höhle ist cooler. Ja, ein bisschen weiter weg. Oder je nachdem, wann wir die erste Höhle finden. Ach, oh, ich habe keine Fackeln. Ich habe keine Kohle. Wie macht man die nochmal? Mit Kohle und Sticks. Ah. Kohle ist so ein bisschen Mangelware bei uns. Deshalb werde ich demnächst anfangen mit Holzkohle herstellen. Wenn Holz ja, nicht Mangelware bei mir wäre, würde ich das... Wenn Holz nicht Mangelware wäre, wo, schau mal, wo wir wohnen. Wir wohnen im Wald. Ist ja nicht so, als hätte ich erst letzte Folge einen mega Baum gefällt. Ja, also... Evo, Evo, Evo. Ja, ich weiß, ich bin ja mal hin. So, ich habe 20 Fackeln, das sollte erstmal für den Anfang reichen. Okay, ich vertraue da euch. Bist du soweit, Ani? Und ja. Chris? Und Itchy? Ja, ich bin soweit. Ja. Ich würde sagen, wir nutzen einen von unseren coolen Teleportern, dann können wir den Ani zeigen. Okay. Ich weiß, wo einer steht in der Nähe. Ja, da in die Richtung da irgendwie. Ja. Also, wir müssen warten, bis Itchy da ist. Ja. Bin schon auf dem Weg. Gleich ist die Folge vorbei. Ja. Das sind immer die Vorbereitungen, die waren ganz wichtig. Das trifft sich gut, weil wir könnten eventuell, bevor wir aufbrechen, nochmal schlafen gehen. Stimmt, wir sollten Betten mitnehmen. Oh, ja. Weil es unter Tage eigentlich egal ist, aber trotzdem, zur Sicherheit. Ja. Unter Tage ist egal, nur über Tage. Anni, nimm dein Bett. Dann muss ich nochmal nach Hause. Okay. Dann bereiten wir uns weiter vor. Ja. Ja, wir waren fertig mit Vorbereiten, jetzt bereiten wir uns noch mehr vor. Genau. Ich könnte Anni noch ein Backpack sponsern. Ich habe immer noch Leder rumfliegen gehabt. In irgendeiner von den Kisten hatte ich noch Leder. Die habe ich wohin gesehen. Da ist Leder. 15 Leder. Leder. Ich habe gehört, Itchy tötet dafür. Ja, tut sie. Nein, Evo hat mir nur mein Leder geklaut. Gar nicht wahr. Ich habe es mir nur zurückgeholt. Gar nicht wahr. Ihr habt alle doch, gesehen, doch, dass ich das nicht geklaut habe. Ich habe lediglich geborgt. Gefunden. Oh, Itchy hat das Spiel verlassen. Sie hatte Leder. Nehme ich. Ja. Guck mal, Anni, du kriegst jetzt einen trischicken Backpack. Kommst du zu mir? Ja, ja. Leder. So, du nimmst jetzt ein das da und das da. Oh, gleich mit Farbstoff. Den brauchst du doch, oder? Ja, nee, Farbstoff ist nicht notwendig, aber... Farbstoff brauchst du nicht. Kann ich es mir gleich lila machen, schön. Genau. Hier drüben an den Crafting Table. Und ist sie raus, wie man Backpack craftet? Find du mal raus, wie man Backpack craftet. Ah, toll. Da gibt es so eine tolle Funktion, die heißt, ich suche, wie man einen Backpack craftet. Du musst damit ihr vertraut werden. Na, ich kann es nicht schreiben. Reicht, wenn du Back schreibst. Wird der genau andersrum geschrieben? Ach Gott. Das ist nicht Packback. Packback. Backpack. Ah, doch, da ist er da. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, du musst die von dem Mod Backpack benutzen. Also einmal ringsrum quasi. Genau. Was ist eigentlich das andere? Was ist denn Burlap? Burlap, das ist die vegane Variante von Leder. Kunstleder sozusagen. Genau, wenn man die armen kleinen Kühe nicht töten will. Okay, wie kann ich mit dem Backpack noch interagieren? Du legst ihn unten in deine Schnellleiste und klickst rechtsklick. Irgendwo in die Luft. Genau. Ja. Wir sollten nochmal schlafen gehen. Ich habe mich hier schon vor meinem Haus kampiert. Wir liegen jetzt alle hier vorm Haus. Schön. Aber irgendwer von euch liegt doch in die Garde. Sehr schön. Okay, ja gut, es ist die Folge vorbei. So, Folge ist vorbei. Dann, danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.